Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Raspberry Pi, Pi-Dora als Betriebssystem installieren. Das ist vom Prinzip her genau das gleiche wie bei dem Video Raspberry Pi, ein Betriebssystem oder das Betriebssystem installieren, wo der Verlauf mit dem Image Raspbian gezeigt wurde. Das ist genau der gleiche Verlauf vom Prinzip her, bloß diesmal halt mit dem Image Pi-Dora. Zu finden auf der Seite www.raspberrypi.org/downloads. Okay, dann gehen wir mal die ganzen Schritte durch. Erster Schritt: das PyDora-Image herunterladen, ZIP-Datei anklicken und herunterladen. Das habe ich schon getan. Die ZIP-Datei ist im Ordner Test. Dann als zweiten Schritt die Prüfsumme bilden mit dem Befehl SHA1 Sum und dann kommt die ZIP-Datei PI Sternchen ZIP, um die auszuwählen und dann einfach die Prüfsumme hier vergleichen mit der, die auf der Webseite zu sehen ist. Und das ist genau die gleiche, also alles okay. Dann die ZIP-Datei entpacken, einfach einen Doppelklick drauf und Image-Datei anklicken und entpacken. Das dauert wieder ein Weilchen, wobei diese Image-Datei nicht ganz so groß ist wie die von Raspbian. Die war 3 GB groß und die hier ist nur 1,8 GB groß. Okay, dann als vierten Schritt SD-Karte einlegen und herausfinden, welches Gerät die SD-Karte ist. Okay, mit der Eingabe DF-H. Hier gibt es zwei Partitionen. Die werden jetzt mit dem fünften Schritt entmountet. Und zwar mit der Eingabe U-Mount. Und dann die Partition /dev/sdb1 und die zweite Partition ebenso. So, die Partitionen sind jetzt nicht mehr zu finden, aber die SD-Karte schon. Das sieht man hier mit der Eingabe SUDO Leerzeichen FDISK minus L. Hier ist die SD-Karte immer noch da. Okay, und dann als letzten Schritt das Image auf die SD-Karte schreiben. Mit der Eingabe SUDO, also mit Rotrechten, dann DD, Leerzeichen, BS ist gleich ein M, dann IF ist gleich, also die Quelle, die Image-Datei, kann ich auch wieder ins Terminal ziehen. So, und dann off ist gleich und dann die SD-Karte. /dev, /sdb. So, und dann warten. Und dann hat man sein PyDora-Betriebssystem für den Raspberry Pi auf der SD-Karte und kann loslegen. Was man noch machen könnte, man könnte zum Beispiel bei Fedora das Programm in ARM Installer benutzen. Das macht das Ganze noch etwas leichter und ist speziell für diesen Verlauf programmiert worden. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!